Moin und herzlich willkommen. Nochmal jetzt. Moin und herzlich willkommen, kleine Panne von mir, zu einer neuen Silvesterfolge auf der Niemandsland. Eine kleine Bonusfolge, um euch den Abend zu versüßen. Beziehungsweise auch mir. Ich habe den Tannenbaum immer noch stehen. Der kommt aber nach dieser Folge weg. Ich hatte ja eigentlich versprochen, wir sehen uns erst im neuen Jahr wieder. Aber da ich nicht der größte Streamer bin, habe ich mir so überlegt, mache ich für euch einfach mal eine kleine schöne Bonusfolge für euch. Dann könnt ihr trotzdem, wenn euch langweilig ist, einfach mal die Folge anmachen. Könnt ihr so ein bisschen verfolgen und dann vergeht auch die Zeit ein bisschen schneller, bis es denn 0 Uhr ist. Und der 1. Januar ja beginnt. Und wir alle kräftig feiern und uns freuen. Der Kalb läuft jetzt aber wie am Schnürchen. Also wir haben schon 15.000 Liter jetzt. Das ist, wir brauchen wieder Steine, hätte ich beinahe gesagt. Dann können wir die Produktion ja fast deaktivieren. So, was haben wir beim letzten Mal gemacht? Genau, wir waren beim Striegeln. Das machen wir jetzt zu Ende. Und wenn ich das noch richtig weiß, düngen brauchen wir nicht, weil das Feld ist komplett gedüngt. Genau, hier haben wir Getreide, Weizen drauf gesät. Jawohl, ja. Und dann haben wir schon das zweite Feld. Dann fehlt uns ja noch die gute Zuckerrübe und Mais. Und dann wollten wir noch eine Fruchtart anbauen, damit wir noch ein bisschen Geld verdienen können nebenbei. Beziehungsweise, ja, der lässt immer so spät runter. Ich hatte ja auch überlegt, ob wir nicht in die Bäume gehen, da ich das auf keiner Karte mache bis jetzt. Und einfach mal ein paar Bäume fällen. Das werden wir auch machen. Dafür werden wir uns das Sägewerk in der Bonusfolge platzieren. Stelle ich hier mal einfach den Helfer ein, der kann wieder, ne, freundlich mitarbeiten. So wie ich das sehe, eine junge Dame, die das heute für uns macht. Sie hat Spaß, sie hat Lust und Laune, noch mal ein paar Euro im alten Jahr zu verdienen, bevor es dann ins neue Jahr geht. Und dann platzieren wir jetzt uns mal das Sägewerk, damit wir die Bäume, die wir dann auch fällen, gleich weiterverarbeiten können. Jetzt brauchen wir nur eine schöne Fläche, wo wir das Sägewerk auch platzieren können. Ich bin dafür, wie in der letzten Folge oder in den letzten zwei Folgen, dass wir das hier platzieren, wo ja eigentlich die Tierstelle hin sollen. Aber dann haben wir hier auch eine Holzfabrik. Finde ich nicht allzu tragisch. Hier in der Nähe platzieren, dann können wir die ersten Bäume schon aus dem Waldgebiet hier rein buxieren. So, dann können wir vielleicht noch die Straße oder so verschönern. Und haben damit auf jeden Fall schon mal gute Einnahmen. Einmal geklickt und da haben wir ein wunderschönes Sägewerk. Jetzt fehlt uns da aber noch eine Straße hin. Mein Sohn fragt mich gerade mal was, dann muss ich jetzt nebenbei mal was für meinen Sohn regeln und für euch. Da werden wir gleich, wenn ihr eine Minute bitte Zeit habt. Musst du mich bitte nachher nochmal fragen? Mhm. Dann mache ich dir das. Wir wollen jetzt aber eben schnell nochmal eine Straße erstellen, damit wir da auch hinfahren können. Wir wollen ins Malen. Wir hatten, glaube ich, die ganze Zeit Asphalt.
Hier hätte ich aber gerne einen Schotterweg. Wir können uns auch eine Fels- oder Granitstraße hinmachen. Das sieht aber dann unschön aus, bin ich der Meinung. Von daher kommt hier so ein wunderschöner Schotterweg hin. So. Hier hinten. Wenn wir gleich die Bäume weggenommen haben, haben wir hier auch ein bisschen mehr Platz. Ja, da will das Landschaftstool nicht so, wie ich gerne möchte. Aber das reicht jetzt erstmal. Das können wir ja nachher noch verschönern. So, dann schauen wir jetzt mal zum Sägewerk hin. Beziehungsweise wir können uns ja den Holzanhänger schon mal kaufen. Und auch vom Händler abholen. Aber bitte ohne Sägemaschine. Genau. Dann können wir auch die kleinen Bäume hier alle schon in das Sägewerk schmeißen, dass das dann auch schon läuft. Da bin ich mal gespannt, was sich der Modder hat einfallen lassen, wie das funktioniert. Oder das Modder-Team. Manchmal wird ja auch nur einer genannt, aber da hängen dann zwei, drei Leute hinter. Die möchte ich natürlich nicht unterschlagen. Wenn schon jemand so fleißig ist und sich so viel Mühe gibt für eine Karte oder Karten, dann sollen sie auch mitgenannt werden. Pflegebereifung brauchen wir nicht, also nehmen wir mal schwarz. So, Felgen können weiß bleiben. Das sind 4000. Ich glaube, eine Kettensäge haben wir auch noch nicht. Doch, eine Kettensäge haben wir ja schon. Wir haben ja schon die anderen kleinen Bäume weggemacht. Den nehmen wir mal mit. Und der Helfer, beziehungsweise die freundliche Helferin, sagt gerade, sie ist fertig. Wir werden gleich mal gucken, wie viel wir nacharbeiten müssen. Oder ob sie sich bloß, ich hätte beinahe gesagt, verfahren hat. Oder stecken geblieben ist. Können wir ja die kleinen Bäumchen hier alle auf den Hänger gleich schmeißen. Dann fahren wir die alle einmal zusammen zum Sägewerk. So, die junge Dame ist aber, naja, fast fertig. Wir müssen noch ein bisschen nacharbeiten. Ist aber nicht so schlimm. Das machen wir jetzt mal, weil dann ist das Feld auch schon fertig. Und dann fällen wir in dieser Folge, beziehungsweise eher in der nächsten Folge, schon die ersten Bäume, die wir ins Sägewerk schmeißen. Hier ist noch ein bisschen. Und dahinter, nee, gut, wunderbar, hier müssen wir anfangen. Hier wurde noch nicht gewalzt. Und da vorne ist auch noch ein kleines Stück, und dann einmal um die Steine rum. Dann ist das Feld fertig. Dann haben wir auf jeden Fall die ersten Einnahmen. Und dann hoffe ich, dass es so viel wird, dass wir auch in die Olive gehen können, weil da hat mir ein fleißiger Zuschauer schon reingeschrieben, dass das sehr, sehr viel Geld kostet, wenn man in die Oliven gehen möchte und daraus auch die Ölfabrik damit beschäftigen möchte. Also da braucht man schon ziemlich viele Oliven. Aber ist ja nicht so schlimm. Nach und nach werden wir das Geld garantiert haben, dass das auch alles läuft und funktioniert. Und wir haben ja Zeit, ne? Die kleinen Ecken noch weg. Und im Hintergrund ist gerade meine Frau. Die ich, glaube ich, gleich erstmal besänftigen muss.
vorne an der Bahn. So die Textur vom Weizen erkennt man. Oh, hier bin ich schon zu weit gefahren. Die Textur vom Weizen erkennt man echt schlecht. Muss ich zugeben. So, da hatten wir aufgehört. Walzen wir das kleine Stück nochmal. So. Fahren wir hier nochmal rum, dann hoffe ich, dass ich nicht allzu viel übersehen habe. So, das dürfte aber jetzt gut aussehen, oder? Ja, da links ist noch eine größere Fläche. Also auch mal zwei Bahnen, die da reizen müssen. Wieder fleißig geschaltet. So. Hier nochmal. Klappen das Ganze zusammen und bringen das mal eben zum Hof. Dann können wir ja auch schon hier die kleinen Bäume einsammeln und die Säge wegschmeißen. Da liegt auch noch einer. Dann sind die hier auf dem Feldrand schon mal weg. So. Dann möchte ich mir aber gleich einmal als allererstes das Siegelwurm einmal angucken. Wie das denn funktioniert und wie das denn gemoddet würde. Die Walzen können wir gleich einmal mit sauber machen. Lassen wir den Traktorwalzen gleich hier in der Einfahrt stehen und springen einmal ins Menü, ins Sägewerk. Da können wir nämlich Bretter und Hackschnitzel produzieren. Aus 60 Liter Bäumen werden 80 Liter Bretter plus 3 Liter Hackschnitzel. Das ist ja eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? So, gehen wir mal. Dann laden wir erstmal die Bäume hier auf und dann schmeißen wir die ins Sägewerk. Die sind ja noch nicht allzu schwer. Da komme ich darüber. Joa, das sieht gut aus. Da ist der erste. Müssen wir ja ein bisschen noch nach vorne. Ja, okay, der Hänger ist gerade, sehe ich, nicht so, wie man den gerne hätte. Ja, das geht. Das ist okay, kriege ich den jetzt trotzdem noch ein Stück hergezogen. Jeder fällt da wieder runter. Ah, man könnte sich jetzt ärgern, man kann es aber auch lassen. Man packt den einfach normal rauf. Und dann bleibt er auch einfach so liegen. So, dich möchte ich. So, jetzt bleibst du aber bitte da liegen und dann ist gut. So, vielleicht das nächste Bäumchen. Ja. Zack. Und dann hoffe ich auch, dass die Bäume einfach eingesaugt werden und wir die nicht abladen müssen. Das wäre ja auch super. Ansonsten muss ich mal nach einem Mod gucken. Papa, das Tier, das ist mein Wurst. Und dadurch habe ich ein anderes vollkommen gefressen. Ja, mein Schatz. Mein kleiner Sohn spielt gerne, oder sein absolutes Lieblingsspiel ist Agar.io. Da hat er immer ein bisschen Zeit am Tag. Und das spielt er gerade neben mir. Und also wenn ich das spiele, dann bin ich nach 3-4 Sekunden tot. Wenn er das spielt, dann hat er teilweise 5-6 Minuten Spielzeit oder so pro Runde. Kann auch sein, dass ich das Spiel einfach nicht verstehe.
Da spiele ich dann lieber hier. So. Ja, du liegst auch noch gut. Dann wird gleich die Bäumchen alle weg. Dann haben wir hier auch wieder Platz. Hätten wir uns die Fabrik ein bisschen eher platziert, hätte ich jetzt hier den Steinbrecher platziert. Aber ist auch nicht so schlimm. Dann kommt hier vielleicht ein Silo hin mit Kalk, wenn wir mal zu viel haben, oder Saatgut oder so. So. Und den noch. Und dann machen wir hier mal gleich Benzel rum. Nicht, dass uns die alle wegfliegen. Motor einmal starten, ab zum Sägewerk. Schauen wir mal, wie das Sägewerk funktioniert bzw. arbeitet. Dann können wir als nächstes noch die anderen kleinen Bäumchen einsammeln. Aber hauptsächlich, dass das Sägewerk erstmal ein bisschen was zu tun hat. Abladen ist hier nicht. Ich glaube, hier kann man Hackschnitzelmüll aufladen. Hier dürfen wir das Holz abgeben können. Probieren wir aber mal aus. Lager ist leer. Ja, das möchten wir auch befüllen. Yep. Einmal Taste R gedrückt und das Holz ist ins Lager verschwunden. Jetzt müssen wir nur noch das Sägewerk aktiv schalten, damit es auch produziert. Genau, du sollst bitte einmal Bretter herstellen, aktivieren und dann läuft die ganze Sache. Da können wir ja, dann machen wir hier den Wald weg, können das ja später wieder aufforsten. Das ist ja nicht so schlimm. Dann können wir auch mal testen, wie lange Bäume brauchen, um zu wachsen. So, dann hat hier irgendwo noch kleine Bäume liegen, ne? Die können wir auch alle hier aufschmeißen, beziehungsweise direkt da in den Trigger legen. Hier ist schon mal, hier sind zwei Stück sogar. Ja, tragen wir direkt dahin. Mal gucken, wie weit wir kommen, an den Bäumen vorbei. Jo, jawohl. Da ist schon der erste weg. Da liegt noch ein kleiner. So. Schon 2 Liter Bretter haben wir. Dann geht auch fix die Produktion. Liter schon. So, liegt hier jetzt noch ein kleines Bäumchen oder haben wir jetzt alle weggesammelt? Ne, hier liegt kein kleines Bäumchen mehr. Die beiden kleinen bleiben hier stehen. Die können wachsen und gedeihen, auch wenn ich weiß, dass wenn man die Karte erstellt und platziert, die Bäume nicht mehr wachsen, aber die Bäume können da als Deko stehen bleiben. Irgendwo war hier doch noch ein Baum. Beziehungsweise ein kleines Bäumchen. Dann gehen wir jetzt mal auf die Suche. Irgendwo hier mitten im Gras. Spannend. Spannend, spannend, spannend. Da ist er ja. 2 Stück gleich. Als erstes einmal den weg. Mama. Und dann bringen wir gleich noch den zweiten weg. Jetzt ist der Fußweg ja auch nicht mehr so weit.
Fände ich auch super, dass das Sägewerk die Bäume annimmt, obwohl da noch ein paar Äste dran sind. Weil der Ast hier ist so verbuggt, ich weiß nicht, wie ich den absägen soll. So. Ja, den hätte ich beinahe aus dem Trigger. Du nimmst sie doch jetzt an, ne? Auch wenn da noch kleine Äste drin. Ja, nimmst du an. Finde ich super. So, dann haben wir einen kleinen Baum noch, da fahren wir gleich mit dem Traktor eben schnell einmal hin. Dann sammeln wir den gleich ein, dann können wir noch zwei, drei Bäume fällen. Mal gucken, wie viel Liter so ein Baum hat. Dann könnten wir, glaube ich, sogar aus den Brettern, wenn ich recht in seine Möbel herstellen lassen. Irgendwo hier. Da vorne ist noch einer. Möbel herstellen lassen, dann müssen wir mal gucken, ob wir uns die Fabrik auch noch platzieren. Weil Möbel bringt ja richtig Geld, soweit ich das weiß. Jo, einmal können wir einmal hier raufschmeißen, es geht schneller. Einmal Spanngurte rum. Ja, man sollte auch den Motor starten. Nee, ich möchte nicht übers Feld fahren. Fahre ich lieber über die Wiese. Gucken wir gleich mal nach den Preisen, wenn man Bretter verkauft, und einmal nach den Preisen, wenn wir Möbel verkaufen würden. Dann würde ich ja wahrscheinlich eher noch die Möbelfabrik platzieren, als Bretter zu verkaufen, je nachdem, wie viel Geld das bringt. So, dann gucken wir nach der Möbelfabrik. Bäckerei, Schreinerei. Die braucht Bäume und Bretter, um Möbel zu produzieren. Gucken wir mal nach den Preisen. Wie viel Geld bringen Möbel? Okay, 3,7. Wie viel bringen Bretter? Da können wir eigentlich auch gleich die Bretter verkaufen, wenn wir für die Möbel sowieso noch Holz brauchen. Dann verkaufen wir erstmal nur Bretter, weil dafür kriegen wir Bretter, hatte ich doch eben. Auch schon 2,2 und der Preis steigt. Dann können wir das mal so machen. So. Da wir dicht beim Sägewerk sind. Auch 129 Kilo. Dann können wir aber den Trecker beiseite parken, weil hier sind noch ein paar mehr kleine Bäume rein. Also den Traktor. Hoffe ich, dass sich die anderen Bäume so im Trigger reinfallen lassen kann. Dass das Sägewerk dann auch wirklich genug zu tun hat. Und läuft. Kettensäge wieder rausgeholt. So, dann hoffe ich mal, dass du da reinfällst. Guter Baum. Bereite mir mal die Freude. Tiefer kann ich den nicht mehr sehen. Jawohl, ja. Das sieht gut aus. Auch wenn ich damit fast das Dach kaputt mache. So, mal gucken, wie viel der Baum bringt. Oh, doch schon. Das waren jetzt mal eben schnell 3.000, 4.000 Liter. Das lohnt sich ja. Kleine Bäume können wir ja so reinschmeißen. Ansonsten müssen wir uns nachher den Freund leider holen. So, da ist der erste. Dann gibt es hier einmal Kahlschlag und einmal wieder Neuaufforstung. Und wir haben eine Errungenschaft freigeschaltet. Weil ich bis jetzt noch nie Bäume gemacht habe. Ne? Also das erste Mal live mit euch zusammen Bäume. So.
So, nehmen wir den gleich mit. Ich sehe zwar nichts durch das Gestrüpp, aber ich hoffe, ich laufe in die richtige Richtung. Ja, ja. Hier ist ein Punkt. Das heißt, hier müsste irgendwo... gefunden. Wer sucht, der findet. So, schmeißen wir den auch noch mal eben rein. Das kleine Bäumchen auch noch. Wunderbar. Haben wir, ja, da vorne haben wir noch einen kleinen Baum umgelegt. Den schmeißen wir auch noch rein. Genau, die möchte ich mitnehmen. Ein guter Tannenbaum. Gutes Bauholz. So. Ich stehe hier schon. Wunderbar, jetzt haben wir 8224 Liter drin. 20 Liter Bretter. Das dauert ja noch, bis da ein paar Paletten spawnen. Dann bedanke ich mich bei euch, dass ihr euch wieder die Zeit genommen habt und hier wieder fleißig dabei wart. Eingeschaltet habt. Und dann können wir in der nächsten Folge weiterhin Bäume fällen. Weil das Waldgebiet möchte ich gerne hier ins Sägewerk schmeißen. Dass das auch ordentlich läuft. Da haben wir ja noch ordentlich Volumen. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, ich denke mal so 50, 60.000 Liter passen hier gar nicht hier rein an Bäumen. Und dann sehen wir uns im Neujahr wieder. Ich wünsche euch alles Gute, Gesundheit. Freue mich aufs nächste Jahr, wenn ihr da auch wieder fleißig mit dabei seid und euch die Zeit nehmt, meine Videos zu schauen. Einen guten Rutsch, feiert gut, trinkt nicht so viel, benimmt euch und dann sehen wir uns im neuen Jahr wieder mit neuen Folgen von mir. Bis dahin, ciao, ciao.